Hier stehst du nun also im Zentrum aller menschlichen Macht. Und sie überreichen uns die Schlüssel zum gesamten Planeten. Unser Triumph ist vollständig. Wir sind also durch mit dem In-die-Luft-Jagen von Kram? Oh, der furonische Imperator wird hocherfreut sein. Ja, das kann ich mir kaum vorstellen. Silhouette wird dich dort persönlich treffen. Versuch nicht zu sehr anzugeben, wenn du seine Kapitulation annimmst. Natürlich. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Die Weltherrschaft wartet! Silhouette nehme ich an. Du siehst nicht aus wie ein General. Und du siehst nicht wie ein kleines grünes Männchen aus. Vielen Dank. So, ihr hisst die weiße Flagge, ja? All die Äffchen kamen zusammen, haben ihre Köpfchen angestrengt und das Unvermeidbare akzeptiert? Dieser Sinn für Humor. Genau wie dein... Wie mein was? Dossier. Dein Dossier, Crypto. Da stand, du seist ein echter Witzbold. Ich glaube nicht, dass ich dir meinen Namen verraten habe. Nein, das stimmt. Das hat dein Bruder für dich getan. Bist ein Mädchen? Ich bin eine Patriotin. Wenn du dich als Frau mit Politikern und ihren Grabschwingern herumschlagen müsstest, würdest du auch eine Maske tragen. Doch, meinen Spaß suche ich mir auf altmodische Weise. Durch Äffchen verprügeln. Witzig, das hat Krypto 136 auch gesagt. Natürlich war der genauso ein Aufschneider wie du. Tja, so viel zu Plan A. Was ist das? Das, mein kleiner, geschlechtsloser Freund, ist Plan B. Das Ende eurer heimtückischen Invasion. Ein Champion, den selbst ihr nicht besiegen könnt. Das größte politische Hirn des 20. Jahrhunderts. In der mächtigsten Waffe, die je von Menschen erschaffen wurde. Seht her! Der Robopress! Wenn ich gewählt werde, verspreche ich die Vernichtung aller Furonen! Das ist jetzt aber wirklich verstörend. Robopress! Schmutziger Tricksmodus! Oh Mann, dann wird doch mein schöner Anzug ganz schmutzig. Thank you.
Robopress! Er steuert auf dieses weiße Gebäude zu. Nein, das andere weiße Gebäude. Du weißt schon, das mit der Statue von diesem schlaksigen, hässlichen Typen mit dem Bart. Einer von diesen Amish oder so. Robopress entkommt! Es sieht so aus, als würde er aufs Coolidge Memorial zusteuern. Oder ist das das Rutherford E. Smith Monument? Mann, ich liebe den Duft von Präsidentenhirn am Morgen. Vergiss nicht, wer diesen gigantischen Staatschef der Vernichtung auf dich gehetzt hat. Richtig. Du weißt, wen ich meine. Ach so, diesen Silhouette-Typen, stimmt's? Oder Mädchen? Bitte bring mich nicht durcheinander, verstanden? Sicher. Jedenfalls er, ich meine sie, floh aus dem Kapitol. Ich hab ihn verloren. Sie, Silhouette. Und zwar... Achtung, Furonen. Achtung, Furonen. Ist dieses Ding an? Ach, egal. Ich weiß, dass ihr kleinen grauen Monster das hören könnt. Ich weiß, dass ihr da draußen seid und zuhört. Euch lustig macht. Das kommt hin, ja. Warum sollten wir auch nicht? Ehre, wem Ehre gebührt. Ihr habt es geschafft. Ihr habt meinen wunderschönen Robopress erledigt. Und jetzt sitzt ihr vermutlich irgendwo herum und träumt davon, alle Menschen zu vernichten. Typisch. Klar, ihr habt es den Jungs gezeigt. Armquist, Huffman. Was für eine Herausforderung, oder? Aber jeder weiß ja, welches Geschlecht auf diesem Planeten das Stärkere ist. Es gibt immer noch jede Menge Gelegenheiten, den Arsch versohlt zu bekommen. Das heißt, falls ihr nicht zu feige seid, gegen ein Mädchen anzutreten... Nee, die ganze Vulva-Sache ist mir vollkommen Schnurz. Also komm schon, Crypto. Lass uns tanzen. Du darfst sogar führen. Du findest mich beim Octagon. Lass mich nicht warten.